Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tla und heute bin ich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs. Und zwar halte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Und zwar wollen wir uns heute zwei Erfolge anschauen, die beide hier auf dem Eventgelände vom 20. Geburtstag stattfinden. Die Erfolge finden wir einmal unter Weltereignisse und dann Jubiläumsfeier. Und hier haben wir das Achievement, das habe ich. Und das zweite Achievement heißt einmal Reittiermeister. Was müssen wir dafür machen? Wir müssen 20 Reittiere richtig zuordnen. Und wie funktioniert das? Immer zu quasi zur dreiviertelten Stunde, also hier um 45, findet ein Event statt. Wir sind einmal in Tanaris am Eventplatz auf den Koordinaten 63, 51. Und der NPC auf der Bühne, der mountet immer auf dem Mount auf. Und wenn ihr das Mount habt, dann tippt ihr halt hier das ein, Hypogryph. Okay, dann müsst ihr euch halt dann den richtigen raussuchen, ne? Ihr mountet auf und dann gibt's quasi einen Fortschritt fürs Achievement. Beim ersten Mal richtigen Aufmounten gibt's dann quasi das erste Achievement, also das habe ich. Und für jedes weitere gibt's dann einen Counter hier für das 20er Achievement. Und nebenbei geht auch hier so eine Zahl hoch. Ich glaube, wenn ihr alle richtig habt, dann gibt es tatsächlich nichts Besonderes dafür. Aber ihr könnt dann im Endeffekt in zwei Events euer Achievement fertig basteln. Da haben wir zum Beispiel einen Saphir-Panther und ihr seht, die ganzen Leute spielen hier mit. Ihr könnt auch sehen, wie viel ihr quasi an Mounts habt. Ich habe jetzt zum Beispiel eins richtig und dann könnt ihr die anderen Leute auch anklicken und schauen, was die so haben. Hier kommen alle möglichen Mounts, also auch tatsächlich welche, die sehr, sehr selten sind. Ich habe auch schon die schwarze Kirai-Drohne gesehen. Und auch Gladiator-Mounts habe ich hier schon gesehen, also da kommt alles Mögliche. Ist ein ganz lustiges Event, ist so ein Mount-off-Event quasi. Genau, das ist es im Endeffekt. Heißt, immer auf drei Viertel, also um 45 warten und dann ein bisschen mit euren Mounts flexen. Und da können wir uns dann beide Events holen. Übrigens, ihr seht hier oben in der Leiste, welches Event gerade aktiv ist, beziehungsweise wenn das aktuelle Event zu Ende ist, steht auch immer dran, welches Event als nächstes kommt. Es gibt hier hinten auch noch eins mit T-Mog-Sachen und ein Geschichten-Event. Für beide gibt es auch extra Folge, wo ich auch schon Videos zu erstellt habe. Zusätzlich könnt ihr auch hier, wenn ihr über das Ballonsymbol geht, auch sehen, welches Event aktiv ist, beziehungsweise welches das nächste ist. Ja, das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen bei dem Mount-Off-Event. Hab mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gern im nächsten Achievement-Guide wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.